Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin der Neflatu und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und was machen wir in dieser Folge? Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen noch hier drüben diesen Quest uns anschauen. Und dann gibt es hier auch noch einen Händler, den wir uns sofort anschauen, denn der hat wahrscheinlich wieder eine Gratis-Kiste für uns. Läuft gerade nicht. Ja, es läuft gerade nicht. Handeln, Grenze überschreiten. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Mhm. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch, ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Jo, handeln. Gefällt dir was davon? Na, natürlich. Natürlich, sagt er. Okay, das schaut auch so aus, als hätte er nur die Standardsachen. Ah, wir brauchen ein Kristallgeflecht. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir schon die Maschine kennen, die Metallgeflecht gibt. Outfits. Na, schaut euch das an. Das könnten wir uns sogar mal leisten, sowas. Da, Brüllrückenherz. Oh, Brüllrücken wissen wir, wo die sind. Da ist auch nicht ganz günstig da. Ja, ich würde sagen, also das Tarnum hier, das gefällt mir schon ziemlich gut. Da müssen wir mal auf Brüllrücken losgehen. Das machen wir auch demnächst. Aber wir wollten ja mal gucken. Gradesprobe hat er. Jawohl. So. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. So, gucken wir uns noch die Quest an hier. So viele Verwundete. Von der Drahl. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Oha. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Upsi. Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Ah, klingt aber auf jeden Fall sehr spannend. Lektion. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Okay. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Na, wo ist die Brutstätte? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran. Okay. Ich habe dich gewarnt. Können wir uns mal anschauen. Also wir haben auf jeden Fall hier die Quest bekommen, Stufe 8, Brutstätte Sigma. Wir sind längst über Stufe 8 hinaus. Wir könnten auch einen Punkt verteilen. Wir sind Stufe 13, das heißt, schauen wir uns das mal an. Brutstätte, meint sie das hier? Sigma, ja, im Norden. Das ist auf jeden Fall eine Quest hier oben.
Aber Leute, wir haben noch so viel zu tun. Da haben wir auf jeden Fall noch Rede mit Maria in Mutterkrone. Das machen wir jetzt. Der von uns gefallen ist. Ich fürchte, dass er schon bald zu uns bleiben könnte. Lass deine gläubigen Kinder nicht ihre Vergessenheit anheimfallen. Und alle unsere Lieder verstummen. Aber warte mal, das ist ja... Mal gucken. Ach ja, doch, die Maria. Wo ist die denn? Die wird scheinbar nicht mit einem Marker angezeigt. Oder können wir hier irgendwie ranzoomen? Nee, na doch. R-Zoom. Ah, sind aber schon ganz rangezoomt. Die ist unterm Lagerfeuer. Südlich des Lagerfeuers. Okay. Da auf dem Kompass haben wir den Marker. Aber ich habe daraus gelernt. Da haben wir sie. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Das ist die Hauptquest, okay. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Okay. Und das Kaja-Fort. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Okay, die Verderbnis. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Kaja und andere Fremde. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Dorfverteidigungen. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. So. Manches ist für uns nicht greifbar. Dann geht's weiter mit verdorbenen Zonen sollen wir räumen. Das sind wahrscheinlich die beiden, die hier im Heiligen Land zu finden sind. Oder? Eine war doch irgendwo hier unten. Genau hier. Ja, da ist auch der Questmarker. Und die andere ist hier scheinbar. Juri, können wir ja mal machen, ne? Da
Da ist die Bootstätte, da ist nochmal ein Ding. Ey, es gibt so viel zu tun, Leute. Und da drüben ist wohl scheinbar diese Siedlung, die angesprochen wurde. Das ist aber gar nicht so gut. Dann nachher drüben mal Jan an. Das ist schon ganz schön weit weg. Da machen wir besser erstmal was anderes. Oh, ich würde ja gerne mit euch in die Zuflucht. Beziehungsweise. Ja, mal gehen wir uns das mal und gucken einfach mal, wo es jetzt hinführen würde. Alles klar. Ja. Leute, ich würde sagen, das machen wir. Da gehen wir hin. Beziehungsweise, was ist das? Philithamis Ring. Das ist noch näher. Dann haben wir Eberhäute. Ja, das ist auch riesen. Ja, komm, machen wir mal das. Das ist noch näher dran. Und vielleicht holen wir uns auch diese Banu-Figur. So. Unser Volk abgeschlachtet hat. Wir müssen auf ihre Weisheit vertrauen. Los geht's. Das tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Wie viel Leid. Schon auch geil mit diesen Brücken, wie das hier auf den Felsen drauf sitzt. Die Ortschaft. Richtig schön. Okay, das war's mit dem Schleichen. Da haben sie nicht mal versucht, uns anzuschleichen. Muss man ja dazu sagen. Oh. Gib uns unsere Schwäche. Zeig uns, wie wir Buße tun können. Dein Wille. Das nehme ich lieber mit. Auf jeden Fall gibt es da vorne wohl Gras, ne? Und da sind Läufer. Die könnten wir mal erledigen, ne? Wenn wir es schaffen, uns anzuschleichen. Das mal probieren wir es. Wir könnten sie ja auch überbrücken. Allerdings sind dann die Teile weg. Verlorene Zone. Ja, was ist denn das für eine Quest? Aktiv, Zuflucht. Wie heißt denn die hier? Jagdglück, findet Tams Ring. Das ist schon der hier. Ein Jäger in Mutterkrone hat Elo gebeten, ihm beim Sammeln von Eberhäuten zu helfen und das Erbstück wiederzufinden, das er auf der Flucht vor einem Sägezahn verloren hat. Ja, das machen wir doch. Das zeigt uns da drüben an. Eventuell in einer Maschine. Das heißt, wir müssen ein bisschen schnetzeln.
ich dich nur überbrücken könnte. Wo könnte ich das wohl lernen? Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Zack, da haben wir den Ort. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Ring finden. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem schwierig, die Spuren auseinander zu halten. Okay. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Okay, ja, das Wildschwein eventuell. Den Ring. Na dann, hinterher. Gut, das kann ich nicht markiert. Boah, ein Stab ist wohl. Ach, das ist der Ring, wunderbar. So, dann haben wir Eber heute. Gutes Fleisch. So, machen wir die jetzt aber auch weg, würde ich sagen. Teile sammeln. Oh Mann, oh Mann. Wir gucken mal, ob vielleicht vielleicht der Sägezahn, den wir jetzt hier haben. Oh ja, leuchtendes Geflecht, Leute. Der Sägezahn würde es uns geben. Das heißt, wir packen uns den jetzt. Schnell nachsetzen.
alles. Sehr hilfreich. Schauen wir mal, wenn wir Glück haben. Ah, verdammt. Vielleicht in der Maschinenausbau die Kiste. Vielleicht haben wir es dann anders. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir es irgendwo in der Kiste drin. Schatzkisten. Zünder. Mal alles nehmen. Komm schon. Sieht nicht gut aus. Verdammt. Plünderherz ist aber auch nicht schlecht. Wächterherz. Brüllrückenlinse, okay. Auch nicht schlecht. Verdammt! Haben wir Pech gehabt, Leute. Aber guck mal, wie viel Zeug wir schon haben. Dass Aloy das alles mit sich rumschleppen kann, ist ja ein echter Hammer. So, dann haben wir auch unsere Heute. Das könnten wir jetzt hier zurückbringen, aber lass uns mal hier noch nach der Banuk-Figur gucken. Wahrscheinlich irgendwie klettern. Und wenn wir lustig sind, probieren wir es auch gleich mal mit den Brüllrücken. So, wie kommen wir jetzt da auf den Berg hoch? Muss es irgendwo Griffe geben. Komm schon, ey Leute, das schaffst du. Hier was zum Festhalten. Ich sehe nichts bisher. Schade. Was ist denn das? Was ist denn da los? Schwebemoos oder wie? Hier vielleicht, dass wir hier hochsteigen können. Auf jeden Fall ist da eine Mächte. Oh, schaut mal Leute, das sind am Berg. Das sind tolle Gemälde. Bunt angemalt. Seilbahn, oder wie kommen wir jetzt da hoch? Da vielleicht. Das sieht mir sehr nach einem Hinweis für einen Startpunkt aus. Irgendwie. Da sind auch irgendwie bunte Sachen hingemalt. Jo, da gehört aber auch was dazu, dass du so ganz relaxed hier über das Seil laufen kannst. Au! Das war nicht cool. Ich hab gedacht, dass man da noch irgendwie höher kommt. Aber scheinbar nicht. Aber das da oben, ist das eine Griffkante? Ich glaube schon. Na, ey. Okay, also wir müssen wahrscheinlich hier von dem Seil auf diese Kanten darüber springen und dann... Wir probieren das jetzt einfach und es funktioniert wunderbar. Guckt mal. Sind es die Banuk, die diese Sachen malen? Tolle Zeichen. Da darf man keine Höhenangst haben hier über diesen Jumps die ganze Zeit.
Huhuhu. Schaut euch das an. Boah, Leute. Dann machen wir jetzt mal. Warte mal. Es gibt ja. Es gibt ja den Fotomodus. Zeige ich euch einfach mal. Das ist super. Da kann man richtig viel Zeug machen. Und ich glaube. Da mal irgendwie. Coole Einstellung. Boah, das Gesicht von ihr ist jetzt auch gerade ziemlich. Und dann kann man hier das HUD nämlich ausblenden und kann richtig nice Screenshots machen. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht machen, Leute. Aber da können wir mal Screenshots. So. So, machen wir weiter, ne? Haben wir den Fotomodus gesehen, das ist auch ziemlich cool. Kann man mitten im Spiel die Sachen anhalten und richtig tolle Fotos machen. Auch mitten im Kampf einfach ins Pausemenü gehen und dann kann man auch sich die Maschinen sich wunderschön anschauen und die ganzen kleinen Teile, weil man auch 3D um die Maschinen rum fliegen kann, die mit der Kamera. Und das ist ziemlich cool. Also Fotomodus, da habe ich schon viele Stunden drin verbracht damit. Hier haben wir die Kiste. Das würde wohl nicht etwa diese Banu-Figur sein, oder? Die da drauf steht. Oder ist das überhaupt eine Kiste? Nee, na, das ist einfach nur so ein Altar. Da steht diese Figur drauf. Wir nehmen die jetzt mal. Und hier haben wir sie. Es gibt Sets. 3 Stück von allem. Gar kein Bild. Schade. Tektuk. Ich lese es mal vor. Einfach so. Während die Monate meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach, was mich davon abhielt, Anspruch auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte nur mit Blut beantwortet werden können, mit dem Tod von Signak, unserem Häuptling, oder meinem. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchtete und meine Stärke. Und seine Stärke, aber nicht so sehr wie seine Folgen. Die Augen von Illy, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde. Das hätte ich nicht ertragen und so schwieg ich voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam. Meine Ängste wurden ohne mein Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Okay, aber es wäre ganz cool da. Wir haben unten klein so eine Figur, aber da hätten sie schon auch noch hier irgendwie groß zeigen können. Das wäre schon schön gewesen. Aber naja. Noch eine Banuk-Figur. Ja, noch eine. Das ist die erste, die wir gefunden haben, ey, neu. Das Schöne am Fotomodus ist auch, man kann die Tageszeit umstellen. Wir haben jetzt hier mitten in der Nacht, daher sehen wir da unten nicht viel, aber am Tag ist es bestimmt sehr beeindruckend, alles. Die Aussicht hier. So. Okay. Wir rutschen jetzt da noch runter und gehen mal hier unten ins Lager, ans Feuer. Und dann sind wir leider nämlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Aber die Seilbahn hier, die geben wir uns noch. Yippie! So. Na gut, darfst leben.
So, ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieser Folge einen Daumen nach oben gebt und auch, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, meinen Kanal abonniert. Das wäre wirklich großartig von euch und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.